So, das, ich habe gehört, das ist dein 1000. Motorrad. Wie lange machst du das alles schon? Insgesamt mache ich es seit 32 Jahren. Wir machen es seit 32 Jahren. Und am Anfang, wie sicherlich viele wissen, waren es hauptsächlich Harleys. Und seit gut 10, 12 Jahren sind es jetzt BMWs. Genau. Und ich hab... insgesamt ist das jetzt das 1000. Motorrad. Viele denken, es sind 1000. BMW, aber insgesamt ist das jetzt das 1000. Okay, ich habe gesehen, wir sind ja mittlerweile nur noch BMWs. Machst du auch nur noch BMWs? Genau, das ist aktuell das Kerngeschäft. Ich mache ausschließlich BMW oder wir machen ausschließlich BMW. Ab und zu machen wir noch eine Bugatti oder ganz aktuell eine Royal Enfield und eine Indian. Aber das Kerngeschäft ist tatsächlich BMWs. Und da auch sowohl die klassischen Motorräder als auch die Modern Classic, wie die R18 und wie die R90, wie sie da vorne stehen. Okay, ist jetzt an der irgendwas ganz besonders, was jetzt du meinen anderen nicht machst, oder? Im Prinzip ist das ganze Motorrad ein Einzelstück, beziehungsweise es sind viele Bauteile, die wir hier erstmals verbaut haben. Es ist hauptsächlich die Schwingenaufnahme hier hinten, das Federungskonzept. Dann ist es eine spezielle Bremsanlage, eine spezielle Auspuffanlage. Natürlich der Tank, der jetzt relativ charakteristisch ist bei dem Motorrad. Und Lenkerverkleidung, Lenker, also viele, viele Bauteile, oder hier die Gabelverkleidung. Okay. Viele, viele Bauteile, die wir jetzt erstmals an dem Motorrad verbaut haben und die dann jetzt in Serie gehen für unsere anderen Motorräder. Ich sehe hier, steht ein Porsche, hat das auch irgendwas zu bedeuten? Wir machen schon seit vielen Jahren, bauen wir immer noch 1-2 Porsche im Jahr, alte Porsche. Restaurieren die, bauen die um, so wie den hier jetzt. Und das ist tatsächlich einer von 2 Vorführfahrzeugen, die wir aktuell vorrätig halten in Hockenheim. Also das ist noch was, wo wir zusätzlich machen, wo eigentlich sich gut ergänzt zu den Motorrädern. Es ist ja auch ein luftgekühlter Boxermotor, der hier verbaut ist, genauso wie die Motorräder. Deswegen ist das eine gute Symbiose. Auf weitere 1000, ne? Genau, auf die nächsten 1000.